Man hat dieses große Begräbnis gemacht, aber hinterher hat man ihn total vergessen. Ich will nicht, dass man ihn ganz vergisst. Warum mein Vater? Hätte es verhindert werden können, wenn was passiert wäre? Wie kam es zu dieser Entscheidung, meinen Vater zu ermorden? Ich werde nicht die Hoffnung aufgeben, dass irgendwann einmal Licht in dieses Dunkel kommen wird. Hamburg, 2. März 1972. Zwei Mitglieder der Roten Armee-Fraktion auf dem Weg in ihre Wohnung. Hier, in der Heimhuder Straße 82, betreiben sie eine Fälscherwerkstatt. Was sie nicht wissen, drei Polizisten warten hinter dieser Tür. Einer von ihnen wird sterben. Das Leben meines Mannes ist ausgelöscht worden und meins gleichzeitig auch mit zerstört worden. Das sind zwei Leben, die total anders verlaufen wären ohne diese Gewalt. Ein RAF-Mitglied schießt, trotz Aufforderung, sich zu ergeben, sofort auf Hans Eckert. Er ist mit drei dummen Geschossen von Manfred Grashoff verletzt worden, wovon eins gegen das Brustbein. Und die anderen haben ihn voll getroffen. Die Brutalität der RAF schockt Hamburg. Bis dahin hatte man die Gruppe für verirrte Anarchisten gehalten. Ich möchte noch einmal betonen, dass gerade die Geschosse, die den Polizisten getroffen haben, dass es sich da um Geschosse handelt, die an der Spitze abgefeilt waren. Wer Patronen so bearbeitet, will eins: möglichst schwere Verletzungen. 19 Tage liegt Hans Eckert im Koma, dann stirbt er. Für seine Witwe bis heute unfassbar, der ebenfalls verletzte Terrorist liegt anfangs mit Eckert auf einem Krankenzimmer. Es hat mich aufgebracht. Ich habe es für unverständlich gehalten, dass man den Täter und das Opfer in einem Raum unterbringt. Hans Eckert wird 1921 geboren. Nach der mittleren Reife Verwaltungslehre. Er ist kein NSDAP-Mitglied. Im Zweiten Weltkrieg Soldat, Afrika-Feldzug. Ab 1943 Kriegsgefangenschaft, danach Berufswahl unter Zeitdruck. Es war damals Pflicht, innerhalb von 4 Wochen einen Arbeitsplatz nachzuweisen. Und da er politisch unbelastet war, hat er sich beim Polizeidienst gemeldet oder zum Polizeidienst gemeldet. Ich denke, wenn man in normalen Zeiten gelebt hätte, das war ja nach 1945 und 1946 durchaus nicht der Fall, hätte er sicherlich auch einen anderen Berufsweg vorgezogen. Als Polizist wird er später zum Feindbild vieler 68er, obwohl er selbst findet, die Studenten haben recht. Die Studentenbewegung hat er wohl als gerechtfertigt angesehen, dass die jungen Leute gerne wissen wollten, was in den Dritten Reich vor sich gegangen ist. Die Studenten beziehen Position, wollen sich nicht mehr wegducken wie ihre Eltern im Dritten Reich. 2. Juni 1967, der Schah-Besuch wird zum Symbol. Als der persische Geheimdienst auf die Studenten einprügelt, schaut die Berliner Polizei zu. Dann, abends, Benno Ohnesorg, ein friedlicher Demonstrant, wird erschossen. Von einem Polizisten. Furcht und Wut wachsen. Opposition scheint nicht möglich. Fortan lebt man aus Studentensicht in einem Polizeistaat. Für die RAF ist später jeder Polizist ein Schwein. Hans
Hans Eckart, der offene Mensch, der Jazzliebhaber, hat keine Wahl. Er ist Teil dieses Feindbildes. Er war sehr musikalisch und auch sehr humorvoll. Die erste richtige Jazzmusik habe ich von meinem Mann gehört, der in Louisiana in Kriegsgefangenschaft war und dort den Sound mit nach Hause gebracht hat. Es war eigentlich sehr, sehr schön. Es ist immer für mich noch sehr schwer. Ich muss sagen, eigentlich kann man keinen Umgang damit finden, mit solch einem Schreck, mit solch einer schrecklichen Tat. Zumal man ein Leben lang daran trägt. Zuerst ist Fassungslosigkeit und Ohnmacht da. Dann ist eine ganz große Wut da, Fantasien, wie man diesen Mord hätte verhindern können. Es gab noch Pläne so für die nächsten, weiß ich, 15, 20 Jahre hätte man noch einen Umgang mit seinem Vater haben können. Und der ist natürlich einem genommen worden. Mit der Gewalt des Vorgangs, damit habe ich meine größten Probleme immer gehabt. Nicht mit dem Tod meines Vaters. Die frühen 70er. Die RAF erschüttert Deutschland mit Bombenattentaten. Ihr Ziel? Der amerikanische Imperialismus, US-Soldaten. Ein weiterer Feind, nicht nur für die RAF, die Springerpresse. Ach, kaputt was! Euch kaputt machen! RAF-Bombenattentat auf das Feindbild der Linken, das Springer-Hochhaus in Hamburg. Die von ihrer moralischen Überlegenheit überzeugten, die selbsternannten Kämpfer für die Massen, werden verhaftet. Wie Holger Mainz und Andreas Bader. Im Gefängnis kämpfen sie weiter. Auch mit ihren Körpern. Holger Mainz hungert sich zu Tode. Er wird das Symbol für menschenverachtende Haftbedingungen. Ein mutmaßlicher Mörder avanciert für viele Linke zum politischen Gefangenen. Holger Mainz Beerdigung, ein Medienereignis. Treue Schwüre neben Otto Schily von Rudi Dutschke. Holger, der Kampf geht weiter. Was dieser nicht will, die zweite RAF-Generation nimmt ihn beim Wort. Ein Außenbezirk von Stockholm. Weit weg von den erregten Debatten in Deutschland lebt seit anderthalb Jahren Kleis von Mirbach mit seinen Eltern im linksliberalen Schweden. Wir lebten wie im Paradies, wie in Abrahams Schoß. Und dass wir in irgendeiner Weise etwas mit der RAF zu tun haben könnten, bedroht sein könnten, überhaupt nicht. Also das Familienleben damals war wie gemalt. Sein Vater, Andreas von Mirbach, ist Verteidigungsattaché an der deutschen Botschaft. Das war sicherlich eine sehr hervorstechende Eigenschaft, dass er unheimlich witzig war. Er war sehr sportlich, wir haben wahnsinnig gern mit ihm Fußball gespielt. Ich habe unheimlich gern mit ihm Schach gespielt am Abend, bevor er gestorben ist. Haben wir sogar noch mal Schach gespielt, das werde ich auch nie vergessen. Man hatte das wohl nicht im Gefühl, dass das sozusagen einen direkt persönlich. So, sonst wären wir ja nicht in die Schule gegangen mit dem Fahrrad oder ganz normal, also ganz normales Leben weitergeführt. Nicht? Auch die Mirbach-Kinder ahnen nichts von der Bedrohung. Ihre Eltern aber müssen Unvorstellbares aushalten. Denn Andreas von Mirbachs Leben ist in Gefahr. Seit dem Tod von Holger Mainz erhält er Warnungen. Auch andere, die damals hier in der deutschen Botschaft arbeiten, bemerken Seltsames, bis heute Ungeklärtes. Wir hatten ein ganz offenes Grundstück, also ohne jeden Zaun, mit großen Grasflächen, leicht am Hang. Und die standen unten und fotografierten das Haus von allen Seiten. Und meine Mutter ging dann zu ihnen hin und fragte, was sie denn da täten. Und dann sagten sie, ja, sie kämen vom Spiegel und sie würden einen Bericht vorbereiten. Und nachdem meine Mutter den Ausweis sehen wollte von diesen angeblichen Journalisten, stiegen sie ins Auto und fuhren ab. Februar 1975. Peter Lorenz, Vorsitzender der Berliner CDU, wird entführt. Den Bürgermeisterkandidaten kidnappt die Bewegung 2. Juni im Wahlkampf. Eine Weichenstellung. Der Staat lässt sich erpressen. Unter Bundeskanzler Helmut Schmidt entscheidet der Krisenstab, wir tauschen aus. 5 Terroristen werden freigelassen. Lorenz bleibt am Leben. Darüber freut man sich in Stockholm. Doch ab jetzt wiegen die Warnungen viel schwerer.
Andreas von Mirbach gibt weiter, was er weiß. Mein Vater ist ja mehrfach anonym gewarnt worden, dass sein Leben in Gefahr sei und dass mit der Botschaft irgendetwas passieren könne. Das ist ja mehrfach passiert und diese Eindrücke hat er weitergegeben. Doch ernst genommen wird er nicht. Das Bundeskriminalamt hält den Schutz in Stockholm für ausreichend. Der Morgen des 24. April 1975. Ich höre noch heute das Parkett knarren und diesen Kaffeeduft durch das Haus ziehen und wie er sich von den Kindern verabschiedete und mir auch sagte, bis gleich, wir verabschieden uns mit dem bis gleich, weil wir uns nachmittags treffen wollten. Für ihren Mann beginnt ein ganz normaler Arbeitstag, bis zur Mittagszeit. Dann betritt das RAF-Kommando Holger Mainz unerkannt die Botschaft. Zu derselben Zeit saßen in Stammheim Bader-Meinhof und Co. auf gepackten Koffern und erklärten den Wärtern, ihr werdet schon sehen, heute Abend sind wir frei. Panik in Stockholm. Wer Glück hat, kann sich retten. Das RAF-Kommando lässt die Maske fallen, nimmt Geiseln. Die Forderung? Bader, Enslin, Meinhof und 23 Genossen sollen freigelassen werden. Und sofortiger Rückzug der schwedischen Polizei, sonst werde die erste Geisel erschossen. Namentlich ausgewählt ist Verteidigungsattaché Andreas von Mirbach. Es war die Forderung gestellt worden, wenn die Polizei nicht aus dem Haus geht, wird Mirbach erschossen. Andreas von Mirbach muss für die Terroristen dolmetschen, mit der Polizei verhandeln, über sein eigenes Leben. Er steht oben an der Treppe. Als das Ultimatum verstreicht, schießen ihn die Terroristen aus nächster Nähe nieder. Und dann warfen sie ihn lebend die Treppe herunter und er lag kopfüber auf der Steintreppe. Man hat ihn dort stundenlang liegen lassen und vor sich hin bluten und stöhnen lassen. Also da fällt es mir sehr schwer nachzuvollziehen, dass das Menschenfreunde waren, die der Menschheit ein glücklicheres Los bescheren wollten. Schwer verletzt wird Andreas von Mirbach ins Krankenhaus gebracht. Die Kugeln der Terroristen haben seinen Kopf, den Rücken, das Becken und die Beine getroffen. In einer Notoperation versuchen die Ärzte, sein Leben zu retten. Vergeblich. Andreas von Mirbach stirbt wenige Tage nach seinem 44. Geburtstag. Man drückte mir die warmen Ringe und die Uhr von Andreas in die Hand und ein Beamter vom BKA bat mich, dass Andreas sofort obduziert werden könne, weil sie die Projektile in seinem Körper entnehmen wollten, damit man sehen könne, wer die Terroristen sind. Und ich stimmte selbstverständlich zu. Und dann wurde ich nach Hause gebracht und dann sah ich meine beiden tapferen Kinder gekrümmt und gebeugt. Trost spenden, die Familie führen, diese Verantwortung liegt jetzt bei ihr. Sie muss den fehlenden Vater ersetzen. Er war selbst ein Mensch mit tadelloser Vita, ein Menschenfreund, wie er im Buche steht, tiefgläubig, davon durchdrungen, dass man seine Feinde lieben soll. Dass es nun ausgerechnet ihn trifft und dass man sich ausgerechnet ihn offensichtlich bewusst ausgewählt hat, ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich kann es mir nur so erklären, dass er eben Soldat war und möglicherweise als Symbol für die Militärmaschinerie des Schweinesystems stand. Aber das wüsste ich zum Beispiel gerne. Ich wüsste eben auch gerne, ob sie sich mit meinem Vater, mit der Person meines Vaters befasst haben, ob sie wussten, was das für ein Mensch ist, ob das irgendeine Rolle gespielt hat oder ob es ihnen wirklich gereicht hat, dass er Soldat war.
Wie kamen Sie dazu, das so weit zu treiben? Und auch wenn man so eine politische Einstellung hat, wie weit treibt man das also rein also menschlich, dass man dafür eben andere Leute opfert? Ihr Vater, Heinz Hillegard, Botschaftsrat für Wirtschaft, wird als nächster von der RAF ausgewählt. Kurz zuvor in Bonn. Der Krisenstab unter Leitung von Kanzler Schmidt entscheidet sich gegen einen Austausch. Um 22.30 Uhr führen die Terroristen Heinz Hillegard an ein offenes Fenster in der Botschaft. Angeblich soll er eine Nachricht überbringen. Stattdessen schießen sie ihm von hinten in den Kopf. Kurz vor Mitternacht. Bis heute ist ungeklärt, wer diese Explosion ausgelöst hat. Die Leiche von Heinz Hillegard verbrennt. Ein Terrorist stirbt sofort, ein zweiter Wochen später. Die überlebenden Täter, heute in Freiheit, schweigen, eisern. Warum Andreas von Mirbach und Heinz Hillegard ausgewählt wurden, ist unbeantwortet. Heinz Hillegard war ein ungewöhnlicher Mann. Freiheit und Toleranz, seine Leitmotive, weltoffen die Erziehung. In den 70er Jahren oder überhaupt auch früher schon, war er immer sehr offen für verschiedene Darstellungen und verschiedene Ansichten. Auch wenn er selber vielleicht eine Ansicht vertrat, hat sich immer beide bei uns Kindern, aber auch bei anderen Leuten die verschiedenen Ansichten angehört. Wir konnten eigentlich alles machen, nachdem wir es vorher mit denen kurz abgesprochen haben. Also es gab nie ein definitives Nein. Die Jugendlichen haben natürlich immer andere Ansichten als ihre Eltern. Es wurde auch richtig zugehört und diskutiert in der Familie. So verstand Heinz Hillegard auch seinen Beruf. Er war es, der noch wenige Tage vor seiner Ermordung mit aufgebrachten Demonstranten vor der Botschaft diskutierte. Er kam abends nach Hause und erzählte uns von dieser Demonstration vor der Botschaft und sagte eben, dass diese Personen, mit denen er sehr gut diskutieren konnte, er fühlte sich akzeptiert von denen. Und dass er eigentlich einer wenigen war, die offen dazu waren, also verschiedene Gesichtspunkte sich anzuhören. Nicht? Auch wenn man vielleicht nicht immer die Gesichtspunkte der Demonstranten vertrat, aber man musste sich anhören. Stockholm. Abschied von Andreas von Mirbach und Heinz Hillegard. Ein Medienereignis. Einige Trauernde fühlen sich fremdbestimmt. Das fühlt sich nicht gut an. Das ist also, man wird benutzt. Man ist ein Teil der Medienlandschaft dann in dem Augenblick. Und sie stehen dann da und machen halt einfach mit. Sie sind einfach ein Teil dieser Kulisse dann im Prinzip. Es ist ja ohnehin schwer, dass man einen Angehörigen verliert. Und ich glaube, es ist noch schwieriger, wenn man gar nicht versteht, warum. Und gerade im Fall meines Vaters ist eben die Diskrepanz, mit Händen zu greifen, dass er es nun wirklich überhaupt nicht verdient hat. Eine der Lebenslügen der RAF ist ja auch die, dass es letztlich die Richtigen getroffen hat. Also man hat versucht, Herrn Schleyer als Ungeheuer darzustellen, als jemand, der es aufgrund seiner Nazi-Vergangenheit schließlich verdient hätte. All diese Dinge, diese Mythen haben sich ja erstaunlich lange gehalten und sie halten sich offensichtlich ja bis heute. Hans-Martin Schleyer, so die Unterstellung, sei im Dritten Reich die rechte Hand von ihm, Reinhard Heydrich, gewesen. Seit 1941 mit der sogenannten Endlösung der Judenfrage beauftragt, Schleyer quasi sein Stellvertreter, so eine gängige Linke mehr. Ganz besonders schlimm ist, dass es solche Tatsachenbehauptungen waren, die schlicht und einfach nicht gestimmt haben, die einen wesentlichen Anteil an dem verzerrten Bild, das mein Vater bei vielen, gerade auch in der studentischen Jugend, hat beigetragen haben.
Hans-Martin Schleyer wird 1915 geboren. Früh schließt er sich der SS an. Studiert in Heidelberg, geht in eine schlagende Verbindung, propagiert dort den Ausschluss jüdischer alter Herren. Später leitet er in Prag das Studentenwerk. Ein überzeugter Nationalsozialist. Damals. Seiner Vergangenheit stellt er sich. Für mich war wichtig, dass er darüber gesprochen hat, ohne zu bestreiten, was seine eigenen Fehler damals gewesen sind, sein eigener Beitrag auch gewesen ist. Das Entnazifizierungsverfahren stuft Schleyer als Mitläufer ein. Anfang der 60er Jahre reist er zum ersten Mal nach Israel, sein Interesse auch die Aussöhnung. Hans-Martin Schleyer ist politisch engagiert, arbeitet viel. Er war nicht sehr häufig zu Hause, aber wenn er zu Hause gewesen ist, hat er das Gespräch gesucht. Das war für ihn wichtig, mit seinen Kindern zu reden. Jedenfalls ab dem Zeitpunkt, wo er das Gefühl hatte, seine Kinder sind auch Gesprächspartner für ihn. Er hat sich immer schwer getan, als wir noch sehr jung waren, mit uns eine Gesprächsebene zu finden. Es war für ihn nicht ganz leicht, Zuneigung etwa zu zeigen. Aber in dem Moment, wo man über Probleme, über Entwicklungen sprechen konnte, die einem als Jugendlicher interessiert haben, die aber auch ihn interessiert haben, hat sich daraus eine ganz andere Beziehung ergeben. Hans-Martin Schleyer ist Vorstandsmitglied bei Daimler-Benz, wird später Präsident der Arbeitgeberverbände, kämpft hart für deren Interessen. Er polarisiert. Für die RAF ist Schleyer Teil des Schweinesystems. Der vermeintliche Heinrich-Stellvertreter mache einfach Karriere nach Ende des Dritten Reichs. Es ist für mich auch deshalb so schlimm, weil diese falschen Behauptungen eben ganz wesentlich mit dazu beigetragen haben, ihn so zu diffamieren, dass er ja fast ein gesuchtes Ziel geworden ist. 5. September 1977. Die RAF entführt Hans-Martin Schleyer. Dabei werden die Polizisten Reinhold Brändle, Roland Pieler und Helmut Ulmer erschossen, wie auch sein Fahrer Heinz Marzis. Bis heute gilt Schleyer manchen als das richtige Opfer. Diese Diskussion um das richtige Opfer ist der Versuch, noch einmal zu rechtfertigen, was nicht zu rechtfertigen ist. Kein Mensch hat das Recht, jemand aus welchen Gründen auch immer zu töten, unabhängig davon, ob es ein Polizeibeamter oder ein Unternehmer ist. Und es gibt keinerlei Legitimation für ein solches Verhalten. Und deshalb gibt es für mich weder das richtige noch das falsche Opfer. Es gibt Opfer, die nicht hätten Opfer sein dürfen. 5 Wochen später wird die Landshut entführt. 91 weitere Menschen werden zu Geiseln. Das Schlimmste daran, ein Opfer zu sein, ist Hilflosigkeit. Nichts tun können. Dieses 5 Tage, da habe ich alles abgedient, was ein Mensch erfahren kann an bösen Dingen und Leid. Ich bin 1000-mal gestorben auf dem Flug. Die Toiletten waren in kürzester Zeit verstopft. Nach ein paar Tagen bekamen alle Frauen ihre Tage. Die hatten natürlich nichts dabei. Der Geruch war unerträglich, die Hitze war unerträglich. So in etwa stelle ich mir die Hölle vor. Das palästinensische Kommando unterstützt die RAF. Enslin Bader und andere sollen freigepresst werden. Die Truppe um Anführer Mahmoud agiert skrupellos vor den Geiseln. Der Mahmoud stand also vor den Passagieren und seine 3 Athleten standen um ihn rum. Und als besonders, das werde ich auch nicht vergessen, war, dass die Andravis, die Dicke, die stand dabei und kaute so einen Apfel. Kapitän Schumann musste sich niederknien und dann hat er, der Mahmoud, die Pistole so 10 Zentimeter vor Kapitän Schumanns Kopf gehalten und hat gefragt, are you guilty or not guilty? In dem Moment hat er geschossen und er fiel also um und lag dann da im Mittelgang. In Mogadischu wird der Leichnam von Bord gebracht. Aber in der Bundesrepublik bleibt der Krisenstab hart. Kein Terrorist wird freigelassen.
Stattdessen wird die Stürmung der Landshut vorbereitet. Die Geiseln ahnen davon nichts. Es gibt viele schlimme Momente. Es gibt den schlimmsten. Das war, als wir mit Alkohol übergossen wurden und als wir praktisch verbrennen sollten, bevor wir in die Luft gesprengt wurden. Man wird vorbereitet auf den Tod und dann wartet man drauf. Die Befreiung glückt. 90 Geiseln überleben. Für Hans-Martin Schleyer bedeutet es den Tod. In Stammheim töten sich Andreas Bader, Gudrun Enzlin und Jan-Karl Raspe. Am folgenden Tag wird Hans-Martin Schleyer ermordet aufgefunden. Es gab zu dem Zeitpunkt und auch zu keinem späteren Zeitpunkt bei mir und ich glaube auch nicht bei anderen Mitgliedern der Familie ein Gefühl des Hasses oder dass man ihm unverantwortliches Handeln hätte vorwerfen können, auch wenn diese Entscheidung persönlich das Todesurteil für meinen Vater bedeutet hat. Es gibt viele Gelegenheiten, wo ich gedacht habe, was wäre, wenn er jetzt noch leben würde? Wie hätten wir zusammen gehandelt? Wie hätten wir zusammen gelebt? Das hat etwas damit zu tun gehabt, dass ich gerade in den letzten Jahren ein sehr enges persönliches Verhältnis zu meinem Vater gefunden hatte. ...1977. Die Morde an Siegfried Buback, Jürgen Ponto und Hans-Martin Schleyer sind eine Zäsur. Das brutale Vorgehen der RAF spaltet das Unterstützerfeld, schreckt viele ab. Immer mehr Sympathisanten fragen sich, wie politisch ist das Morden der RAF? Aus Opfersicht gibt es Gründe für die Grausamkeit. Aus meiner Sicht ist das nur erklärbar mit einem Größenwahn, das da im Vordergrund gestanden hat, eigentlich der eigene Machtanspruch. Zumal ja auch die RAF nie gesagt hat, was sie eigentlich wollte. Sie hatte ja keine Vorstellung, wenn sie denn das Regime tatsächlich verändert hätte. Was sollte dann kommen? Das ist das Widersinnige eigentlich an der Denkungsweise der RAF, weil die ja eigentlich so die Arbeiter und das kleine Volk ja eigentlich vor den Großen schützen wollten und haben aber da keine Rücksicht drauf genommen, auch solche Leute mit in den Tod zu reißen. Straßlach nahe München. Diese Strecke fährt Eckhard Groppler jeden Morgen. Er ist der Fahrer von Karl-Heinz Beckurz, Vorstandsmitglied der Siemens AG. Eckhard Groppler mag seinen Chef, den er Herr Professor nennt, und seinen Job. Er ist ein bodenständiger, fröhlicher Mann, der seine drei Kinder liebt. Ich kann mich eigentlich nur immer daran erinnern, dass es Spaß gemacht hat, wenn der Papa zu Hause war. Dass es eigentlich eine sehr angenehme Zeit war, wenn auch die Familie zusammen war. Und typisch war halt, ja, er hat immer irgendwie Spaß gemacht und es war einfach immer lustig. Er hat Feste mitorganisiert, jetzt gerade bei Siemens mit der Fahrbereitschaft, wenn Weihnachtsfeiern waren oder so, da hat er kräftig mitorganisiert. Es hat ihm halt Spaß gemacht, dass alles funktioniert hat, dass an nichts gefehlt hat und dass jeder Freude dran hatte. Straßlach, der Morgen des 9. Juli 1986. Er hat eben auch sehr viel Wert drauf gelegt, an dem besagten Tag den Herrn Professor abzuholen. Eigentlich war ein Urlaub geplant, den hat er extra verschoben, damit er seinen Chef abholen kann und nicht einen Ersatzfahrer aus der Fahrbereitschaft. Er kam von der Dienstreise zurück und mein Vater war eben darauf bedacht, auch zu erfahren, wie es da war und wie es so gelaufen ist und hat sich einfach gefreut, ihn da noch abzuholen und wäre dann später in Urlaub gegangen. Die Bombe war an einem Baum direkt befestigt, also war ja auch noch nicht mehr zu sehen. Und irgendwo
wurde halt dann, als das Auto auf der Höhe der Bombe war, ferngezündet. Die Explosion der Bombe zerreißt das Fahrzeug. Eckhard Groppler und Karl-Heinz Beckurz sind sofort tot. Das ist durch und durch feige. Weil sie gar nicht den Mut hatten, den Opfern dann wirklich Auge um Auge gegenüberzustehen. Grau, schlicht, unscheinbar. Gedenken am Wegesrand. Die meisten Täter aus der RAF leben heute wieder in Freiheit. Für die Angehörigen der Opfer bedeutet das, jederzeit könnten sie den Mördern ihrer Männer, ihrer Väter begegnen. Ich mag es mir einfach nicht vorstellen, jemanden aus dieser Gruppe zu begegnen. Zufällig, auf der Straße, im Supermarkt. Die Gedanken macht man sich witzigerweise, ja. Und das sind keine angenehmen Gedanken. Also ich würde das gerne vermeiden. Also es ist eine absolute Extremsituation, dem Mörder seines Vaters gegenüberzutreten. Ich mache mir gar nichts im Einzelnen ausmalen, was da alles in einem vorgehen kann und wie ich damit umgehen würde. Also das würde ich mir wirklich gerne ersparen. Einige Täter aus der RAF wurden vorzeitig aus der Haft entlassen, andere begnadigt. Der Gnadenakt beschäftigt die Angehörigen der Opfer ebenso wie die Überlebenden des Terrors. Einfach gesprochenes Urteil, nochmal lebenslang, kann nicht verkürzt werden. Und ich sehe auch keinen Grund für eine zweite Chance. Dass diese Leute in die Gesellschaft eingegliedert werden, eine Wohnung kriegen, Arbeit bekommen. Dass es Leute in dem Umfeld gibt, die sie betreuen und auch schon von Rechts wegen wohl auf die Haftentlassung vorbereitet werden über Monate hinweg. Nee, das kann nicht sein. Die Opfer zum Beispiel, die können auch nicht sagen, na ja, 30 Jahre vorbei, na, lassen wir mal, es ist geschehen. Die Opfer sind lebenslänglich Opfer. Warum sollen die Täter nicht lebenslänglich damit konfrontiert werden und einsitzen? Ich bin schon ein ziemlich überzeugter Anhänger unseres Rechtsstaats und dazu gehört, dass, wenn der Rechtsstaat sich dazu entschließt, einem verurteilten Täter eine zweite Chance zu geben, dass das auch uneingeschränkt passieren muss. Also da würde ich meine Interessen hinten anstellen. Das Leben muss weitergehen, auch für die Täter. Für alle Personen, die noch leben, muss das Leben weitergehen. Ich finde Begnadigung grundsätzlich richtig und ein gutes Instrument auch, um ein Versöhnungssignal des Staates zu geben. Ich habe damals eine Auseinandersetzung mit Franz Josef Strauß gehabt, der auch öffentlich gesagt hat, es kann keine Gnade für Terroristen geben. Ich habe das für einen Fehler gehalten, gerade in einer Zeit, wo es immer noch bestimmte Leute gegeben hat, die aus der RAF eine Märtyrerorganisation machen wollten. 1986, das Auswärtige Amt in Bonn. Hier arbeitet Gerold von Braunmühl. Häufig sitzt er auch in diesem Büro. Es gehört Hans-Dietrich Genscher, damals der Außenminister. Gerold von Braunmühl ist einer seiner engsten Berater. Sein eigenes Büro ist nur wenige Meter entfernt vom Chef. Gerold von Braunmühl ist politischer Direktor des Außenministeriums. Geschätzt wird an ihm, er ist ein Freigeist. Er war jemand, der gerne diskutierte, Argumente austauschte und der sich eigentlich nie angepasst hat. Es gab in der Familie eine ausgeprägte Diskussionskultur.
Aber ich weiß auch von ehemaligen Kollegen von ihm, dass er auch im Auswärtigen Amt oft unbequem war, auch dort Konflikten nicht aus dem Weg gegangen ist. Und er hat in seiner Beratungstätigkeit sich häufig auch aufgeregt über Dinge, die er jetzt nicht öffentlich sagen konnte, aber beispielsweise über Großmachtgehabe der USA. Militärische Interventionen damals in Grenada oder Bombardement in Libyen. Da ist er sehr emotional geworden. Für ihn war Krieg und Gewalt kein Mittel der politischen Auseinandersetzung. Und ich glaube, in diesem Grundsatz ist er sich immer treu geblieben. Auch 1981. Gemeinsam mit seinem Sohn geht Gerold von Braunmühl auf die Friedensdemo der damaligen Zeit. Ist es dann so schlimm, andere Meinungen sind ihm wichtig. Nicht vorschreiben lassen wollen, wie wir zu sterben haben. Er war ja schon jemand, der den damaligen NATO-Nachrüstungsplan auch vertreten hat. Davon war er auch durchaus überzeugt. Man muss Druck auf die Sowjetunion ausüben, bevor man in der Lage ist, wirklich dann abzurüsten, was ja auch dann später so passiert ist. In der Diskussion habe ich mich dann eher mit den Gegnern dieser Pläne identifiziert und habe damit in sehr kritische Auseinandersetzungen geführt. Und natürlich wünschte ich, ich hätte diese Diskussion fortsetzen können. Der 10. Oktober 1986 beendet die Diskussionen. Gerold von Braunmühl wird an diesem Tag sehr lang arbeiten. Im Auswärtigen Amt. Ihm hätte eigentlich ein Dienstwagen zugestanden. Und er hat sich, weil er in dieser Zeit oft sehr lange bis spät abends gearbeitet hat, dann dafür entschieden, die Fahrbereitschaft des Auswärtigen Amtes nicht warten zu lassen, sondern stattdessen ein Taxi zu rufen. Und so hatten die Terroristen sehr leichtes Spiel, weil man heute weiß, sie einfach den Taxifunk abgehört haben und dann wussten, es geht jetzt los. Ich war an dem Abend mit Freunden unterwegs in einer Kneipe in Bonn. Ich kann mich dann nur erinnern, dass jemand über die Theke mehrfach rief, ist hier ein Herr von Braunmühl, was dort eigentlich völlig unüblich war. Und bis mich dann jemand darauf aufmerksam machte und dann war meine Schwester am Apparat und sagte, unser Vater ist ermordet worden. Gerold von Braunmühl war wie immer nach Hause in einen Vorort von Bonn gefahren. Als Gerold von Braunmühl aus dem Taxi steigt, nähern sich zwei vermummte Personen. Mein Vater hat dann noch die Aktentasche gehoben, um den ersten Schuss abzuwehren, hat dann versucht, um das Taxi herum auf die andere Straßenseite zu flüchten und sich dort hinter einem Auto zu verstecken. Es kam dann ein zweiter Täter hinzu, der dann von hinten geschossen hat, sodass mein Vater dann auf die Straße fiel und dann wurde er mit einem Fangkopfschuss aus nächster Nähe dann getötet. Ich erinnere mich noch an die großen Scheinwerfer, die dort standen. Und ein Polizeibeamter hat mich dann praktisch an der Leiche meines Vaters vorbeigeführt, der noch auf der Straße lag. Wenn die Terroristen nicht gleich geschossen hätten, dann hätte er sicherlich auch mit den Terroristen wäre er bereit gewesen zu diskutieren, kann ich mir vorstellen. So wie er in dieser Zeit mit vielen, die eine sehr andere Auffassung hatten als er, die auch von mir aus auch die kommunistische Weltrevolution propagiert haben, auch mit solchen Leuten hat er diskutiert und hatte da keine Vorbehalte. Aber gegen Waffen kommen Argumente eben nicht an. 2002, Gedenkfeier. 25 Jahre Deutscher Herbst. Die Mitglieder der RAF haben andere Menschen ermordet. Sie sind Mörder. Nichts kann ihr Handeln rechtfertigen. Nichts kann es entschuldigen. Ich amüsiere mich, wenn die RAF-Täter jetzt den Begriff Exterrorist verwenden. Wenn sie denn Exterroristen sind, dann sind sie leider dennoch Schwerstverbrecher.
Und das darf man nicht vergessen. Aus Opfersicht stehen die Täter schon viel zu lange im Vordergrund. Die RAF ist mehr Mythos als Schrecken. Manche Schlagzeile zu schrill. Was mich grundsätzlich daran stört, dass es immer nur um die Täter geht. Um die Opfer, ja, die wurden erwähnt. Ja, die wurden zwar erschossen, die Fahrer und der Schleier und der Buback und so weiter, aber sofort wird reflektiert die Täter. Und dann wird sich mit den Tätern von vorn bis hinten beschäftigt. Wenn Herr Bog ins Funkhaus kommt und er wird gezeigt, wie er als ein kleinerer Handelsvertreter dem Typ nach den Raum betritt und aller Kameraaugen ruhen auf ihm. Und er sagt, Sie brauchen mich nur zu fragen. Ich kann Ihnen alles erzählen, wer was gemacht hat. Und aller Augen hängen an ihm. Dann ist das faszinierend, aber im höchsten Grade ärgerlich. Wisst ihr einfach, welche Fehlinformationen seither schon aus all diesen Richtungen gekommen sind? Und die zentralen Fragen der Opfer, warum mein Ehemann, warum mein Vater, bleiben bis heute unbeantwortet. Die Täter hingegen stehen, wann immer sie wollen, im Vordergrund. Sie haben was zu verkaufen, so sehe ich das. Sie verkaufen Informationen und machen sich auch dadurch besonders interessant. Es geht ganz klar um Aufmerksamkeit und wenn man nicht mehr genug hat, lässt man wieder ein Stückchen raus. Gefällt mir das? Nein. Das RAF-Logo als Gag. Gezielte Tabubrüche bringen Quoten, sichern Aufmerksamkeit. In diesem Fall Qual und Leid der Schleierentführung als Vorlage für einen Fernsehwitz. Da ist auch jedes Schamgefühl verloren gegangen, jedes Gefühl auch für die Bedeutung dessen, was damals geschehen ist. Für das Empfinden von Angehörigen, die sich mit so etwas auseinandersetzen müssen. Und das macht eben auch deutlich, dass heute, 30 Jahre danach, auch gar nicht mehr vielleicht nachvollziehbarerweise so bekannt ist, was damals auch an Brutalität, an Gnadenlosigkeit diese Taten ausgezeichnet hat. Polizeibeamte, Fahrer, normale Bürger, die in einer schrecklichen Weise hingerichtet worden sind, ohne dass man irgendeine Rücksicht genommen hat. In 28 Jahren ermordete die RAF 34 Menschen. Etliche Morde sind nicht aufgeklärt. Viele Opfer vergessen.